Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Ja, beim letzten Mal haben wir uns mit dem Schwarzen Ritter angelegt und haben grandios versagt. Und deswegen starte ich jetzt hier wieder beim Speicherpunkt, beziehungsweise beim Laden. Denn wir dürfen leider den Schwarzen Drachen noch einmal bekämpfen. Tja, aber da ich ja jetzt weiß, wie das Ganze funktioniert, sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Ja, immer schön laufen und wenn er Feuer drüber springen und ins Gesicht schlagen, ja. Nicht besonders anspruchsvoll, aber hey, dafür können wir danach gegen Barna kämpfen. Und ich glaube, der wird um einiges schwerer sein. Na komm, geh weg von mir. Aua! Blödmann. Ja genau, lach du nur. Deine Arroganz wird dir gleich vergehen, wenn ich dich töte. Geh weg, geh weg. Ja, wegpusten darfst du mich ruhig. Das bringt dir nämlich nichts. Naja, Hälfte haben wir schon geschafft. Ich will das eigentlich so schnell wie möglich hinter mich bringen, damit wir schön gegen Barna kämpfen können. Denn da sind wir ja beim letzten Mal stehen geblieben. Jetzt komm schon. Hype. Töte den schwarzen Drachen. Ah. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, dass man den Drachen nur verletzen kann, wenn man einmal hochspringt und ihn gegen den Kopf schlägt. Das ist auch ziemlich gemein. Weil eigentlich sonst kann man ja immer normal angreifen. Und dann in dem Fall nicht. Also da bin ich froh, dass ich da schnell drauf gekommen bin. Naja, jahrelange Erfahrung in Zelda-Spielen haben mich das gelehrt. Ich akzeptiere nicht, dass man mich enttäuscht. Aus meinen Augen, elender Drache. Ja, sorgt wieder dafür, dass ich ein Haustier bekomme. Schrumpf den Drachen. Los! Eigentlich hätte es verdient zu sterben. Aber na gut. Auf Wiedersehen. Umso besser. Jetzt kann ich dich selbst zum Gespött machen und während der Sonnenfinsternis die Sonnenuhr berühren. Wenn die Sonne vom Mond verdeckt wird, wird dein Volk wissen, dass es für immer verloren ist und dass ein Held tot ist. Kämpfe! Nein, Barnak, du musst selbst kämpfen, du mieser Gott. Los, kämpfe! Ja, das hatte ich übrigens ganz vergessen, dass Barnak ja eigentlich ein Gott ist. Und ich stehe auf dem Gott drauf. Das heißt, aua, eigentlich ist das hier ziemlich krass, was wir versuchen, einen Gott zu töten. Aber na gut, irgendwer muss es ja machen. Und das sieht schon wieder ziemlich schlecht aus. Diesmal muss ich mehr auf meine Lebensenergie achten. Geh weg. Geh weg! Ich lass dich nichts ausführen. Oh Gott. Au, au, au. Das hat mich das letzte Mal das Leben gekostet. Okay. Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen Lebensenergie. Wo bist du? Ah, ich war zu langsam. Aber so schwer sieht er gar nicht aus. Das ist machbar. So, wenn er irgendwie hinter mir erscheint, werde ich ganz schnell weggehen. Ja, so ist doch gut. Ah, ich hasse diesen Zauber. Haha. Oh, nein, 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 nein. Ah, geh weg. Geh weg. Nein, das mag ich. Hallo, hörst du mal auf? Hörst du wohl auf? Ich heile mich lieber nochmal. Oh, ich hasse diesen Zauber. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Aber hey, dafür haben wir ein leuchtendes Lichtschwert. Das ist viel cooler als das, was Barnak hat. Der hat nur so ein dunkles und vor allem sticht er damit in die Luft. Das bringt dir gar nichts. Nein. Haha, ich bin schneller. Wow. Ja, das ist das Einzige, was man gegen den Zauber, glaube ich, machen kann. Ein Präventivschlag. Wir haben ihn fast besiegt. Wir haben fast unsere Nemesis besiegt, den Schwarzen Ritter. Aua, aua, aua. Außer das hat natürlich zwei Formen. Das ist, oder mehrere Formen. Das wäre... Aua. Ein bisschen doof. Nein, nicht schon wieder. Ich falle jedes Mal drauf rein. Oh, eigentlich müssten wir ihn noch mit Zatilas Magie angreifen, so als Rache. Nimm das!
Wow, das hat sogar relativ viel Schaden gemacht. Habe ich den Eindruck. Hm, tja. Diesmal wirst du versteinert. Hoffe ich. Nein, anscheinend nicht. Tja. Barnack. Das war's wohl. Oh, er verschwindet komplett von unserer Welt. Interessant. Ah, die vier Standarten. Jetzt kommen sie ins Spiel. Ja, das ist die aus der Ära Taskans des Zweiten, glaube ich. Das war, erste war die auf dem Ersten, genau. Das ist jetzt die aus Taskan des Dritten. Und was ist mit der von Taskan des Vierten? Ach, die hängt schon, okay. Ist das wirklich so eine gute Idee, die Sonnenuhr zu berühren? Ist das nicht das, was Barnack wollte? Na gut, es ist noch keine Sonnenfinsternis, aber irgendwie ist das ein bisschen dämlich, oder? Ja, da würde ich auch wegrennen. No. Okay, die Sonnenuhr scheint zerstört zu sein. Zumindest die Spitze der Sonnenuhr. Das war's? Aber was ist jetzt mit den Dingern, die ich einsetze? Hä? Oder Moment, das musste ich schon machen, ne? In der dritten Ära. Tja. Cool. Ich habe nicht gerechnet, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Ich dachte, da kommt noch was. Ja, Leute. Es ist vollbracht. Hype, The Time Quest ist durchgespielt. Ich habe das Projekt beendet. Und dabei kommt jetzt diese schöne Musik. Das ist wunderbar. Es gibt noch eine Outro-Sequenz, die ich weiß nicht, ob die jetzt schon kam oder nicht kam. Denn ich habe ja Videos im Spiel deaktiviert, weil die Videos für Abstürze sorgen. Was ich machen werde, ist, wie beim Intro, das Outro separat hochladen und hier in der Videobeschreibung verlinken. Das heißt, nach dieser Folge könnt ihr einmal euch noch das Ende in aller Ruhe anschauen. Und ja, ich habe es geschafft. Ein großes Spiel meiner Kindheit, was mich auch ziemlich geprägt hat, muss ich sagen. Denn diese Art von Spiel spiele ich heute auch immer noch sehr, sehr gerne. Also erstmal die Perspektive Third Person und dass ich halt eine Welt habe, in der ich herumlaufen kann und mit Leuten reden und Aufgaben annehmen und lösen und Gegner besiegen. Das ist einfach was für mich. Das ist wie in Beyond Good and Evil oder The Legend of Zelda. Zumindest relativ ähnlich. Und ja, es ist einfach die Art Spiel, die ich wirklich sehr gerne mag. Und ja, vielleicht hat euch das Spiel hier ja auch gefallen. Vielleicht konnte ich euch ja davon überzeugen, dass auch wenn Playmobil draufsteht, dass es trotzdem eigentlich ziemlich cool ist. Und wie gesagt, wenn, wie ich ganz am Anfang des Let's Plays gesagt habe, wenn Playmobil nicht draufstehen würde, wäre das eventuell heute ein Klassiker. Ein Kinderspiel zwar, aber ich meine, so ein Spiel wie Goof Troop, was ja eigentlich auch ein Kinderspiel ist, in Anführungszeichen, ist auch ein Klassiker heutzutage. Und ja, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Klar, wenn man das, man kann das Ganze natürlich noch für Erwachsene erweitern, dass man ein komplexeres Kampfsystem einbaut und kompliziertere Quests und so mit einem stärkeren Fokus. Das wäre eigentlich auch ziemlich cool, aber an sich, mir gefällt es ziemlich cool. Mir gefällt es ziemlich cool, ja. Nein, ich finde es ziemlich cool und mir gefällt es ziemlich gut, das wollte ich sagen. Tja. Also, ich finde auch, dass das Spiel relativ gut gealtert ist, muss ich sagen. Also, ich habe es ja vorher seit Jahren nicht gespielt und
jetzt wieder gespielt. Klar, das Installieren und so ist eine Qual. Das erstmal zum Laufen zu kriegen auf einem Windows 7 64-Bit ist... Pff. Also da habe ich lange mit gekämpft. Da muss ich auch nochmal einem Kollegen von mir danken, der noch einen Windows XP-Rechner hat. Da konnte ich das Spiel nämlich installieren und dann die gesamten Dateien rüberziehen, wodurch ich es erst bei mir zum Laufen bekommen habe. Denn der Installer ist ein 16-Bit-Installer und das funktioniert unter einem 64-Bit-System leider nicht mehr. Da kommt dann einfach so eine Nachricht so, bumm, das ist nicht kompatibel mit diesem System, es sind 16-Bit, machen Sie bitte irgendwas anderes, das geht nicht. Aber man sieht ja, das Spiel an sich läuft ja, wenn man hier und da noch so ein bisschen trickst. Also, ja, ein schönes Spiel auf jeden Fall. Vor allem, die Musik gefällt mir auch sehr gut. Was für mich auch immer so ein Ding ist, das in einem Spiel einen hohen Faktor einnimmt. Wenn ein Spiel keine gute Musik hat, dann kann es mir zwar gut gefallen, aber wenn ein Spiel nochmal gute Musik dazu hat, dann wird das Spielerlebnis nochmal um Längen besser. Das habe ich ja bei Beyond Good and Evil gesehen, dass die Musik da, als sie es gespielt hat, einfach so viel noch zusätzlich zu dem Spiel dazugegeben hat. Es hat auch einen sehr schönen Soundtrack. Besonderer Dank an Übersetzungen. Annelie May für ihre Recherchen über das Mittelalter. Pierre Rives und Mario Maltesos für die E3-Party. Cool, damals gab es die E3 schon. Und dann gab es eine Party mit Playmobil. Cool. Dank auch an die Saint-Ambroise-Schule und das Collège Notre-Dame. Ich kann Französisch nicht besonders gut aussprechen. Also falls ich was falsch ausspreche, dann tut es mir sehr leid. Vielen Dank an die GmbH, die uns märchenhafte Welt von Playmobil haben entdecken helfen. Tja. Ubisoft Entertainment, Zimmerstraße 19, 40215 Düsseldorf. Ob die Adresse wohl noch stimmt? 14 Jahre später. Wobei eigentlich schon 15 Jahre später mittlerweile. Tja. Das war Hype the Time Quest. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß mit diesem Spiel gehabt und es war schön, die Erinnerung wieder aufleben zu lassen und noch das Spiel nochmal neu zu entdecken. Und ja, wie gesagt, die Outro-Sequenz werde ich noch in der Videobeschreibung verlinken. Und vielleicht, wenn ihr nur Hype von mir gesehen habt, habt ihr ja Lust bekommen, noch andere Projekte von mir anzuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch da bleibt und ja, meinen Kanal abonniert. Das würde mir sehr helfen. Naja, was heißt helfen? Es würde mich sehr freuen auf jeden Fall, ihr müsst auch nicht abonnieren, wenn ihr meine Videos guckt. Das ist auf jeden Fall immer schön, wenn Kommentare geschrieben werden und viele Leute sich das Video ansehen. Ja, es ist nicht mal so toll, wenn sich viele Leute das Video ansehen. Es ist toll, wenn viele Leute Kommentare schreiben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, vielleicht hat es euch ja gefallen. Vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen was zurückzugeben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, das war's. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann mal bei anderen Projekten. Macht's gut und bis dann.